Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Golden Sun. Ich bin der Tran92 und letztes Mal sind wir hier vor dieser Stadt, ich glaube das war Altin, stehen geblieben. Wir werden weitermachen, jetzt in Altin und Altin durchziehen. Puh, gucken wir mal. Oben rechts wie immer eingeblendet die Ausrüstung, die wir am Ende dieses Parts besitzen werden. Los geht's, auf nach Altin. So, erstmal holen wir uns die beiden Schätze. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Reden wir doch erstmal mit den ganzen Menschen, bevor ich da irgendwo runterlaufe. Fangen wir von hier an. Bist du zum ersten Mal in Altin? Ja. Bei uns sieht es ja beinahe wie in einer Küstenstadt aus, oder? Ja. Dir entgeht nichts, was? Früher hatte Altin nicht mal einen Brunnen. Wasserspeiende Monster haben das Dorf überflutet. Selbst die Minen steht unter Wasser. Niemand kann sie betreten. Wenn wir die Monster besiegen könnten, würde auch das Wasser verschwinden. Es kann sein. Wir können das Wasser, das diese Monster speien, nicht trinken. Das ist ja eklig. Warum erschlägt denn niemand diese Viecher? Okay, wir wissen damit unsere Aufgabe, was wir zu tun haben. Altin litt immer unter Wassermangel und jetzt ist alles überflutet. Wenn es um Wasser geht, haben wir wohl nur Pech. Mein Laden ist abgesoffen. Ich möchte gerne Rüstung verkaufen, aber leider... Berge von Altin. Es geht los. Schätze können wir wohl noch nicht holen. Erst... nachdem wir das hier durchgezogen haben, anscheinend. Bei ihm läuft, würde ich mal sagen. So, folgen wir ihm doch einfach. Geil! So, stopp, da das wohl ein Kampf wird. Nein. So, los geht's. Lebende Statue erscheint. Oh, guckt euch diesen hässlichen an, Alter. Einmal Ostara. Tiamat. Krogne. Und Nereide. Nee, Neptunoid haben wir noch nicht gesehen. Mal gucken, ob wir ihn in diesem Kampf sehen werden. Die haben wir alle schon gesehen. Ihn haben wir noch nicht gesehen. Natürlich, Wasser macht ihm nicht so viel Schaden. Und da kommt Tiamat. Ich glaube, Tiamat haben wir auch noch nicht gesehen. Und das war's. Sehr schön. White ist nun Level 14. Er hat Feuerball gelernt. Geil. Und Miku ist Augure geworden. Und wir haben den Eiskristall gekriegt. Dann... Und wir sollten Garrett den Eiskristall anlegen. Auch wenn das überhaupt nicht zu ihm passt. Aber er hat so viel PP und braucht sie am wenigsten, dass er das ruhig kann. So, dann können wir jetzt runter.
können unsere neue Psy-Energie gleich mal ausprobieren. So, sehr schön. Der erste Mob ist besiegt. Das Wasser ist aber immer noch nicht richtig fertig. Aber in diesem Haus finden wir jetzt tatsächlich, können wir jetzt tatsächlich eine Nuss finden. Jetzt muss ich gerade mal nur gucken, wo die Nuss sein könnte. In dem Fass hier. Yep. Das ist der erste Schatz. So, wir geben diese Nuss mal jemanden. Wer 3, 3, sie hat nur 2. Dann bekommt sie die Nuss. So, und so hat jeder 3 Nüsse. Ich würde gerne noch mit den Leuten hier reden, danke. Wenn das Monster, das dies hier angerichtet hat, jetzt hier wäre, würde ich ihm ein ordentliches Ding verpassen. Ich mache nur Spaß. Ich bin gegen jegliche Gewalt. Ja, ja. Oh nein, das ganze Haus ist nass. Das Wasser in diesem Bereich ist abgeflossen. Ich frage mich, ob die Löcher in den Minen daran schuld sind. Es geht los. Wir müssen in die Minen. Puh. Moment, der Itemladen ist wieder da. Wir gucken mal, ob wir da was kaufen können. Willkommen, wir haben genau, was du brauchst. Das werden wir sehen. Naja, eher nicht. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt irgendwas davon. So, dann auf in die Mine. So, folgen wir erstmal dem Weg. Ich glaube, das war jetzt nicht allzu schwer. Geil. Nein! Oh! Naja, vielleicht war es doch keine so schlechte Entscheidung. Jetzt ist das Skelett nämlich tot. So, ich glaube... Nee, hier sind wir schon mal falsch. Hier sind wir auch schon mal falsch. Das sollte, wie gesagt, Blizzard. Das dürfte ihn töten. Sehr schön. Da ist der nächste Mob. So, da ist die Lore. Tram betätigt den Hebel. Okay. Stopp. Epizentrum. Feuerball. Plasma. Und Tundra. So, das sollte die töten, auf jeden Fall. Wenn nicht das schon reicht, Lil. Okay. Geil, wir sind beim nächsten Mob, das ging ja schnell. Nein.
So, fertig. Auf geht's. In den nächsten Bosskampf. Dasselbe Spiel wie eben. So, dann sollten wir den auch relativ schnell einfach tot haben. Außer er setzt natürlich Tundra auf uns ein. Das macht ganz schön Schaden. Geil. So, wir haben drei Fläschchen. Wer hat denn noch keins? So, sehr gut. So, jetzt gehen wir da unten durch die Tür. Den kann ich noch nicht hochheben, ne? Genau. Hoch. Falsche Richtung. Wir können jetzt ja auch hier hoch. So, Attacke. Blizzard. Tot. Easy. Tja, war leichter als gedacht. Weiter geht's. Ja, geil. Epizentrum. Feuerball. Moment, wir haben auch was Neues für ihn gelernt, nämlich Sturmblitz. Und Tundra. So, das sollte easy ausreichen, um die zu töten. Wie immer. Ach Gott, ich muss diese ganzen nutzlosen Items mal wieder verkaufen. So, erstmal nur wieder den Schienen folgen. Wenn nicht wieder Kackfledermäuse da wären. Natürlich ist er gestorben. Luftangriff. Du Spasti, Grabgesang, Fledermaus, Spast, Alter, verreck doch. So, da ist die Tür. Da wollen wir jetzt rein. Hier wäre nämlich sonst, glaube ich, alles unter Wasser gewesen. Grob erinnere ich mich daran noch. Und tot. Alter, der hat das überlebt, der Kalmar, dieser Lappen. Okay, folgen wir erstmal den Schienen. So, Attacke. Alter, wir haben es gerade gut. Wir setzen nur noch Blizzard ein. Das ist ziemlich geil. Ich wusste es. Aktiviere den Schalter, Isaac. Danke, aber nein, danke. Den Kampf können wir jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Wir wollen nur den... Danke, Train betätigt den Hebel. So, da wollen wir lang. Folgen wir weiter den Schienen. Mal gucken, wo sie uns hinführen. Bin ja sehr gespannt. Ach, sie führen uns gleich zu Lore. Dann rein da. Mal gucken, wo uns das hinführt.
sollte jetzt erstmal healen. Was haltet ihr davon? Ja, ne? Wäre eine gute Idee. Während die anderen beiden dann angreifen. So, das sollte die aber eigentlich töten. Ja, easy. Geil, wir sind wieder ein Level aufgestiegen. Hier geht's Leveln wieder relativ flott. Das ist gut. Gehen wir mal nach unten. Gucken, wo wir da hinkommen. Alter, diese Höhle ist groß. Rattenkämpfer. Die sind komplett neu. Oh geil, der weicht natürlich aus. Und da wolltest du, Feigling, fliehen. Als würde ich das zulassen, Alter. Hier, du kriegst erstmal Ragnarok in die Fresse, Alter. Ha! Das hat keine Wirkung. Ha, ha, ha. So, abgezogen. Hoch. Bin ja gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen. Daran erinnere ich mich nämlich so gut wie gar nicht mehr. Ach, hier ist noch ein Mob. Okay. Tot, selbst ohne Blizzard. Lell. Sehr schön, unsere Level steigen und steigen und steigen. Ich glaube, wir müssen erst hier hoch. Nö. Ha, ist das schön, Alter. RNG-Kämpfe, so macht das Leben doch Spaß. Da stimmt ihr mir zu, oder, Leute? Och komm, Isaac, hör auf mit der Kacke, Alter, danke. So, ich folge mal der Spur hier trotzdem lang. Ich will sehen, wo die uns hinführt. Ach, die führt uns zu dieser Truhe, ne? Ich werde jetzt erstmal fliehen, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Denn lassen wir den Hebel erstmal so. Ja, gut. Den Hebel lassen wir erstmal so. Wir suchen den Weg zur Lore. Die ist da. Dafür brauche ich Frost. Ja, komm, die machen wir jetzt. Wir machen jetzt wieder Gegner fertig. Jetzt wissen wir, wo wir lang müssen. Auf geht's. Das Training kann uns nicht schaden. Naja, scheiße, wieso gehe ich da weg? Ich brauche Frost. Dann fahren wir mal. Gucken, was das ist. Der Drachenschild. Okay. Wen geben wir den? Isaac. Gut, Isaac soll den Drachenschild bekommen. Dann bekommt er ihn auch. Thank you.
Okay, Attacke. Wie gesagt, das sollte eigentlich reichen. So, jetzt müssen wir aber leider wieder zurückgehen einmal. So, den ganzen Weg zurück. So, und jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Lel. Oh Gott, ich hasse euch jetzt schon. So, Attacke. So, das sollte reichen, außer für den Affen. Oder auch nicht. So, und dann stirbt der Affe jetzt auch. Wow. Der Affe hält natürlich wieder mal extrem viel aus, dieser Lappen, ne? Krass. Tot. Und wieder ein Level. Eieieiei. Ach nee, wir müssen da hoch. Weil wir ja wieder in die Lore steigen müssen. So, wenn ich alles auf den Großen mache, sollte eigentlich beide sterben. So, beide sollten tot sein, hoffentlich. Yes. Heilen wir uns mal schnell. Kein Bock, nämlich nachher tot zu sein. So, und rein da. So, ihr wisst, was wieder zu tun ist. Nein. Und los geht's. Wir töten den halt einfach. So, dann legt mal los, Jungs. Und tötet den Lappen. So, der ist jetzt tot, hoffentlich. Oder auch nicht. Dann ist er jetzt tot. So, sehr schön. Wasser ist noch weiter abgelaufen. Einfach den Weg wieder zurück. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Nein. So. Was? Die haben überlebt. Oh Gott. Ich kotz gleich.
Ich hoffe, dass das Epizentrum reicht. Ich bin vielleicht ein Idiot. So, Toad. So, wieder raus. Runter. So. Ja, ja, komm. Stirb einfach. Oder auch nicht. Ihr Huans. Und ein Mime. Geil. Das ist richtig scheiße. Hier können wir gleich mit unseren stärksten Angriffen reingehen. Mal gucken. Reines Wasser füllt KP auf. So, greifen wir nur noch an. Ganz normal. So, sorry, dass ich ein bisschen ruhiger bin, weil das ist jetzt alles easy. Ich habe nur noch mal in der Lösung geguckt, ob ich irgendwas für euch vergessen habe. Aber bis dato noch nicht. So, dann können wir einfach wieder zurück. So, jetzt können wir wieder raus in die Stadt. Oh, süß, eine kleine Spinne. Süß, eine Tarantel. Findet ihr sie nicht auch so niedlich wie ich? Sehr schön, alles ist wieder im Normalzustand. So, jetzt können wir uns nämlich den letzten Schatz noch holen. So, auf in Waffenladen. Da geht es nämlich tatsächlich 9 Münzen zu holen. Ach, das ist der Schildladen, ne? Ist nicht der Waffenhändler. Da unten ist der Waffenhändler. Claymore. Einmal für ihn. So, sehr schön. Den Kampfrapier hat er, glaube ich, schon. Ja. Synergiestab. Bitte. So, sehr schön. Dann verkaufen wir nochmal den ganzen Müll, den wir gesammelt haben. Wie den Schrott hier. Heilkräuter brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben Nüsse und sowas. So, haben wir hier noch etwas von ihm, was er nicht mehr braucht? Nö, eigentlich nicht. Und er? Ja, den Pelzmantel. Thank you.
So, und sie? Nö. Gut, soweit, so gut. Das hätten wir. Dann ordnen wir nochmal die Items an. Sehr schön. Und ich schaue mir jetzt nochmal die Ausrüstung durch. Genau, wir müssen noch in den Ausrüstungsladen, tatsächlich. Wir müssen noch für Isaac und Garrett ein paar neue Sachen kaufen. Ich hoffe, wir haben das nötige Kleingeld noch dabei. Einmal ein Kettenhemd, zwei Kettenhemden brauche ich nämlich. So, noch ein Spielticket. Und einmal den Eisenschild. Hat er schon. Brauchen wir gar nicht mehr. Dann, das reicht gerade so. Wir haben Glück. Zweimal den Eisenhelm. Brauchen wir nämlich noch. So, damit hätten wir das. Wir sind perfekt ausgerüstet, haben alle Schätze. Aber der Part ist noch lange nicht vorbei. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. So, reden wir erstmal jetzt mit den ganzen Leuten hier. Die Wasserbestien sehen genauso aus wie Altins Wächterstatuen. Ob sich die Statuen in diese Monster verwandelt haben? Höchstwahrscheinlich wird es daran liegen, Kumpel. So, hier geht's lang. Ich wollte meine Heimatstadt nicht verlassen, daher bin ich zurückgekehrt. Ich habe gehört, jemand hat die Wasserbestien getötet, deshalb bin ich wieder zurückgekehrt. Was hat sie zuletzt gesagt? Es ist nirgends schöner als zu Hause. Du hast dieses Monster besiegt, nicht wahr? Ja. Lass mich dir mit einem Küsschen danken. Hey, du wirst ja auf einmal knallrot. Oh, danke schön. Danke für gar nichts. So, da oben können wir noch rauf. Ach nee, hier waren wir schon drin. Also auf geht's in die Minen. Hier gibt's nämlich etwas, was wir noch haben wollen. Dieser Part wird etwas länger gehen. Kann ich jetzt schon von ausgehen, dass der länger geht. So, los geht's. So, erstmal hier lang. Ich würde gerne wissen, was links ist. Das finden wir aber bestimmt noch heraus. Müssen die jetzt unbedingt wieder besiegen. Dann einmal Ragnarok, Feuerball, Plasma, Frost sollten eigentlich reichen, hoffentlich. So, töte die Feuerball bitte. Danke. Danke. Noch ein Fläschchen, Alter. Wir werden mit Fläschchen zugeschmissen, Alter. Ich habe 5 Stück. Ich kann jedem ein Fläschchen geben, das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt dürfte jeder 2 Fläschchen haben, ja. Sehr geil. So, weiter geht's. Gehen wir erstmal hier lang. Wir brauchen die Kämpfe auf jeden Fall. Aber meine Psy-Energie geht mir bald aus. Das ist richtig nicht nochmal geil. Also für Isaac jetzt. So, da ist schon mal eine Truhe.
So, das sollte die jetzt aber töten. Danke. Please, Rauchbombe trifft auch noch. Das ist richtig scheiße. Aber gut, der war eh tot. Dann juckt das eh keine Sau. So, und was kriegen wir hier? Eine Glücksmünze. So, dann geben wir die einmal Mia. Okay. So, wieder eine kleine Spinne, die töten wir. So, gehen wir hier weiter. Sorry, dass ich jetzt im Moment nur normal angreife, aber ich möchte gerne, dass ich die PP ein bisschen aufladen. Ha, wirkt nicht auf Miku, du Huan, Alter. Und da kam der Psy-Egel. Voll ausgewichen, aber hier kommt Blizzard, das dürfte dich töten. Danke. Tiefes Gebet wurde erlernt. Geil. So, weiter geht's. So, hoch. Das Merkur-Gin. Geil. Den wollen wir natürlich mitnehmen. So, das war's dann. Okay. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Und es war so falsch. Ich wette, den muss ich nach hier verschieben. Und das muss ich frosten. Kann ich mir gar nicht anders erklären. Machen wir hier auch nochmal Frost drauf. Sonst wäre die Pfütze ja nicht da. Natürlich. Natürlich flüchtet dieser Huan, Alter. Wow. Krass, du Bastard. Bitte stirb. Oh, ich fange gleich an zu kotzen, Alter. Ja. Ich bin da. Cool. So, aber erstmal. Ihr kennt das Prozedere. Auf geht's. Weil, ja, war klar. Natürlich will er gegen uns kämpfen. Was denn sonst? So, dann töten wir den jetzt einfach mal. Oh, bitte greif nicht Nili an, Alter. Please, tu mir den Gefallen, Merkur-Gin, und greif nicht sie an. Oh, hab ich ein Glück, Alter. Und wir haben ihn besiegt. Sehr schön. Quelle folgt mir, ich will Quelle aber gar nicht haben. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal heilen. Sehr schön, und wieder zurück wahrscheinlich.
So, wieder ein irgendein nutzloser Gegner. Das war's. So, und hier rein. So, töten wir die. Sollte ja nicht allzu schwer werden. So, oh Gott, diese Kackspinne hat überlebt. Ich meinte natürlich diese süße Spinne. Vincent, was machst du denn hier? So. Weiter geht's. Genug blöde Witze gerissen. So, und nochmal Vincent und seine Freunde, Alter. Wird Zeit, dass wir Vincent mal ausradieren, weil Vincent geht mir tierisch auf den allerwertesten. Geil, wieder ein Level. Wir kommen richtig gut voran. Das könnte jetzt... Vorsicht, Steinschlag. Schlag nicht gegen die Wand, es könnten Felsen herabfallen. Machen wir einfach das, was wir nicht machen sollten. Renn, Isaac, renn! Uff. Irgendwas ist da unten. Nein. Dann sehen wir gleich die erste Vierfachbeschwörung. Geil. Moment. Stimmt, da war ja was. Ich erinnere mich. Das sieht man auf den ersten Blick nicht, aber... Ihr könnt was bei den Schienen machen. Da unten ist ja was, habe ich gesagt. Und das stimmt auch. So, dann sterbt mal Skelett und sterbt mal Fledermaus. Ich kann gerade nicht reden, sorry. Da, wir können nämlich da runter. Es geht los. Hydros-Statue. Das wird heftig. So, wir können nämlich jetzt gleich Boreas einsetzen. Aber erstmal setzen wir unsere Beschwörung ein. So, da kommt Procne erstmal. Dann Ostara. Taucher. Oh ja, wir müssen gleich healen. So, jetzt sehen wir Boreas. So, das hat er natürlich alles easy überlebt. Ah, Moment. Das machen wir jetzt leider nicht. Wir werden erstmal healen. So. Schaumkrone geht natürlich auf alle vier, Alter.
So, nochmal Heilwasser. Auf Miku. White hebt die Teamattacke. Sturmblitz und Mia heilt auch mit tiefem Gebet mal Train. Falls wir nicht dann schon tot sind. Oh, er ist schon tot. Okay. Scheiß drauf. Puh. Wir haben es geschafft, Train. Wir haben die letzte Wasserbestie besiegt. Ich frage mich, warum Altins Wächterstatuen in Monster sich verwandelt haben. Ist das nicht eigenartig? Ja. Und was ist mit diesem merkwürdigen Raum am Grunde der Mine? Die Wächterstatuen wurden vor langer Zeit erschaffen. Wozu sind sie da? Hinter der Wächterstatue steht eine Schatzkiste. Das muss mit den Ruinen zu tun haben, die tief in der Mine vergraben sind. So muss es sein. Hey Train, wir sollten diese Truhe untersuchen, bevor wir gehen. Wir haben den Schwebestein erhalten. So, aber wir haben, wie gesagt, hier noch nicht alles. Das wird ein langer Part. Freut mich mal, dass wir so einen langen Golden Sun Part haben. So. So, den Schwebestein, den können wir Isaac anlegen. So, aber es gibt hier noch was zu holen. Wir treten erstmal den Rückzug an. Wir sollten uns erstmal healen, wo mir das jetzt mal auffällt. Jetzt können wir nämlich schon Wunsch. Das ist richtig gut. So, dann verlassen wir kurz die Ruinen mit Rückzug, weil wir wollen uns noch was holen. So, wir müssen nämlich nochmal an diesen Minenteil hier. So, wir müssen jetzt erstmal wieder den Schienen folgen. Wir werden hier aber jetzt jeden Kampf flüchten, weil wir haben die Minen soweit abgeschlossen. Wir werden erstmal nur den Schienen folgen. Naja, gut, so einen Kampf können wir mitnehmen. Das ist kein Problem. So, weil wir haben ja noch in der Mine einen Stein gesehen, den wir hochheben können. Jetzt mit Telekinese natürlich erst. So, und den Stein wollen wir natürlich haben. Also die Truhe dahinter wollen wir haben. So, hier. Ein Keks. Den kann ich gleich Isaac geben, okay. So. Dann einmal Rückzug. Eine Sache gibt es hier noch zu holen und die werden wir uns auch holen. Ah ne, ich muss wieder raus hier. Seht ihr, dafür habe ich die Komplettlösung. Ich möchte halt wirklich, dass ihr nichts verpasst von allen Items. Auch wenn sie nutzlos sind, wir nehmen sie mit. So, raus. Jetzt müssen wir nämlich wieder runter. Da können wir jetzt nämlich hin. So, das hier ist jetzt übrigens alles
optional. Das könnt ihr, wenn ihr das Privatspiel einfach komplett überspringen. Abgesehen vom Keks, den würde ich mir halt dann doch holen. Aber sonst ist halt hier alles, was jetzt kommt, diese Passage auf jeden Fall optional. Das, was ich jetzt hier mache, müsst ihr nicht machen, bis nach dem Keks. Außer ihr wollt noch das haben, was hier dann noch drin ist. Alter, der hat das fast alles überlebt, der Lappen. So, jetzt ist er dafür tot. So, hier haben wir nämlich noch ein Fläschchen. Jeder hat zwei Fläschchen, dann ist das erste, die erste, dritte Flasche. Okay. So, weiter geht's. Jetzt können wir nämlich hier lang. So, Stein hoch und dann war's das auch schon. Denke ich mal. Ja, perfekt. So. Puh. So, wir werden hier jetzt den Part beenden. Der ging ganz schön lange. Schon eine gute Stunde lang. Wir haben einige Zeit in Altin verbracht. Ich habe euch alles gezeigt, was man machen kann. Wir werden im nächsten Part herausfinden, was das für ein Gebäude ist. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr bei diesem Part von Golden Sun zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wollt ihr noch mehr von Golden Sun sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!